als Heimat, komme aus Tirol. Und ich zeige in diesem Video, wie man dieses schöne alte schottische Traditional Instrumental auf einer akustischen Gitarre spielen kann. Kapodrast habe ich diesmal wieder am vierten Bund. Beginnt dann mit diesem sehr, sehr langen Intro. Beginnt mit einem C Major 7, 2 mal D3, kleiner Finger, Ringfinger. Und dann hämmere ich mit dem Mittelfinger auf die 2. Und dann einmal ab und einmal down. Also der erste Takt klingt ungefähr so. Zweiter Takt, pull off. Jetzt hänge ich die zwei Takte zusammen. 3, 4. Langsamer. 3, 4. Und jetzt beim G wieder Hammer-On. Jetzt bin ich schon über diesen roten Strich. Also jetzt habe ich die ersten 4 Takte gespielt. Wiederhole alle 4 zusammenhängend. 3, 4. C Major 7. Jetzt geht's ins D. E Moll. D. G. Und zum Schluss dann G. Dieser bekannte Griff G. Und C. Ich spiele das komplette Intro, langsamen Tempo, vom Anfang an bis zum 1, 2, 3 zum dritten Takt der zweiten Zeile. 3, 4. Gehört eine Zeile höher, also gehört an dieser Stelle hin auf die dritte Seite. Auftakt für die Strophe. 3, 4. Jetzt bin ich beim G noch einmal. Auf 3 hämmere ich dann, ohne dass ich einen Bass spiele. 3, 4. C7, G7. Spiele ich es noch einmal von Beginn, von dieser 0, die auf die dritte Seite gehört, bis zum G7, bis zum ersten Takt der dritten Zeile. 3, 4. Schlusszeile. Dieser Hammer-On ist ganz schnell. Also kein eigener Notenwert. Spiele ich den kompletten zweiten Teil, also Intro lasse ich aus. Spiele jetzt von 0 weg bis zum Ende, langsamen Tempo. 3, 4.
Wünsche.